Hallo und herzlich willkommen zum neuen YouTube-Video. Schön, euch alle wiederzusehen. Wir hatten eine etwas längere Sommerpause und sind aber jetzt wieder am Start, um für euch natürlich gutes Material zu drehen und euer Tennis aufs nächste Level zu heben. Wir haben harte Eventwochen hinter uns. Natürlich neben mehreren Camps für Erwachsene und Kinder haben wir auch hier den Nevin Sobotka Stiftungscup gehabt und haben es geschafft, bei diesem Charity-Event 28.000 Euro für die Nevin Sobotka Stiftung zu sammeln, was ein mega Erfolg ist, weil alle daran beteiligt waren und die ganze Community mitgemacht hat. Ja. Aber lasst uns jetzt direkt starten mit einem kleinen Quick-Tipp, den ich euch geben möchte, vor allem wenn es ums Thema Asche geht. Es geht heute um das Thema Rutschen. Wie rutschig sind wir zum Ball und was bedeutet Rutschen überhaupt? Wir als Tennisspieler, die es gewohnt sind, auf der Asche zu spielen, sind natürlich auch gewöhnt, häufiger mal den Ball anzurutschen. Rutschen heißt aber vom Prinzip her immer bremsen. Das heißt, wenn ich jetzt versuche, schnell zu werden, indem ich rutsche, habe ich damit natürlich keine Chance. Sondern es geht beim Rutschen immer ums richtige Timing, weil es kann nämlich im Endeffekt energiesparend sein. Weil ich bin in der Lage, mit einem kurzen Slider den letzten Schritt zu gehen und dafür einen guten Stand zu haben und den Ball sauber anzurutschen, um dann natürlich zu schlagen. Durchs Rutschen spare ich mir nämlich meist immer einen Schritt. Das heißt, wenn ich jetzt zum Ball hinlaufen würde und laufe zum Ball hin, ja, muss ich dann noch einen Schritt setzen, um wieder zurückzukommen. Das heißt, ich kann mir durchs Rutschen aktiv mindestens einen Schritt sparen und habe dadurch natürlich auch die Möglichkeit, den Platz danach schneller wieder abzudecken, was auf Asche natürlich sinnvoll ist, da ich nämlich durch gute Winkel natürlich auch auf Asche weit rausgetrieben werden kann. Ich sehe häufig Menschen, die versuchen zu rutschen, es aber dann doch hinten raus lassen, weil sie einfach keine Kontrolle über das haben, was sie tun. Und das liegt an folgender Sache. Und zwar versuchen viele Sportler, den Ball anzurutschen, indem sie ihren Fuß parallel zur Linie stellen. Und da habe ich natürlich keine Chance, den Ball sauber anzurutschen. Deswegen stelle ich mal vor, ihr seid auf Glatteis und wollt rutschen. Ja, da würdet ihr auch nicht seitlich rutschen, sondern ihr würdet versuchen, in die Richtung zu rutschen, wo ihr hin wollt. Dementsprechend muss natürlich die Fußspitze beim Rutschen erstmal in die Richtung zeigen, wo ich auch hin will. Ja, das heißt, wenn ich hinlaufe, stelle ich die Fußspitze in die Richtung und die Drehung kommt quasi zum Bremsen. Das ist ganz entscheidend. Das heißt, ich versuche den Ball mit einer geraden Fußstellung anzusliden und die Bremse passiert, indem ich den Fuß leicht schräg drehe. Und das ist natürlich auch das Schwierige an der ganzen Rutschgeschichte. Also mein konkreter Tipp an dich, versuch darauf zu achten, dass du am Anfang, wenn du das Rutschen üben möchtest, um wie ich auch hinten raus Energie zu sparen, das erstmal auf der Linie zu machen. Weil die Linie ist immer ein bisschen rutschiger und hier kann ich das Rutschen wirklich besser üben. Ich mache das mal vor. Ihr seht schon, was passiert ist bei einem Rutscher. Das heißt, ich habe mein Gewicht verlagert. Ich bin erst ein bisschen mehr hinten beim Gewicht und dann zu bremsen, gehe ich nach vorn drauf und drehe dann die Fußspitze leicht mit, sodass ich mich auch hier einen stabilen, festen Stand habe und aus der Rotation wieder schön reinkomme. Auf der Linie kann ich das am besten üben. Und wenn ihr das auf der Linie beherrscht, dann beherrscht ihr es auch auf dem Feld. Zuallererst zeige ich euch jetzt einmal den Schlag, wie ihr rutscht auf der Linie, um dann das Ganze nach hinten rauszutragen aufs richtige Feld. Ihr seht schon, durch Rutschen bekomme ich jetzt eine gute Distanz zum Schlag. Das muss ich natürlich auch trainieren und üben. Ja, weil es kognitiv anspruchsvoll ist, will ich auch hier durch den Rutscher gut am Ball zu stehen. Ja, meine Stabilität ist da, das heißt, ich belaste am Endeffekt den Vorderfuß und kann dann schön in der Rotation mitarbeiten, um den Ball natürlich dann in die Richtung zu bekommen, wo ich noch hinspielen möchte. Das Ganze jetzt hinterher. Ihr seht schon, die Plätze sind hier relativ trocken, das heißt, auch das Rutschen hinter der Linie ist relativ leicht im Moment, dadurch, dass es so lange nicht geregnet hat und auch die nächsten Wochen nicht regnen soll. Deswegen ist jetzt eure Zeit, nutzt die Zeit, um für euch das Rutschen zu trainieren, einen Schritt zu sparen, um dafür natürlich besser den Platz abzudecken, um natürlich auch mehr Zeit zu sparen, besser zu spielen und natürlich effektiver und erfolgreicher zu spielen. Also wichtig zum Thema Rutschen sind zwei Punkte. Zum einen heißt Rutschen erstmal bremsen. Wenn ihr also nicht weit genug am Ball seid, dann lauft ganz normal weiter und versucht den Ball ordentlich auszulaufen. Zum zweiten ist es wichtig, wie meine Fußstellung ist. Das heißt, ich kann nur dann rutschen, wenn meine Zehenspitze auch in die Richtung zeigt, wo ich hinlaufen will. Und zum dritten natürlich dann die Verlagerung. Das heißt, wenn ich hinrutsche, dann kann ich natürlich den Fuß leicht seitlich stellen, um meinen Bremsschritt zu setzen, um dann wieder schön aus der Hüftrotation rauszukommen und natürlich dann eine stabile Vorhand oder Rückhand zu schlagen. Also ich hoffe, das Video konnte dir helfen. Nutze diese Fähigkeit, um ein besserer Spieler zu werden, um erfolgreicher zu spielen und vor allem hier natürlich auch, um energiesparend und effizienter den Platz abzudecken. Ich wünsche dir nun viel Spaß beim Umsetzen. Abonniere den Kanal, lass deinen Kommentar da und wir sehen uns beim nächsten Mal.